So, da geht's weiter bei Assassin's Creed Revelations. Stehen geblieben am Turm, den wir einnehmen wollen. Und das versuchen wir jetzt auch direkt mal. Ich versuche jetzt mal irgendwie wieder von hinten rum an den Hauptmann ranzukommen. Mal gucken, ob er sich so einfach fassen lässt oder ob wir ihm irgendwie voll in die Flinte laufen und er uns entdeckt und abhaut. Ich kann es euch leider nicht sagen. Wer hat mich gesehen? Was zur Hölle? Oh. Scheiße. Nein, 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 nein. Hör auf. Ach, Zio, meine Güte, du gehst mir gerade wieder auf den Sack, weißt du das? Mit deiner nicht vorhandenen Intelligenz. Ich brauche unbedingt Medizin. So, okay. Puh. Was zum? Meine Güte, ey. Überall wird man gesehen, egal was man macht. Ich kann die von hier aus nicht mehr anvisieren, die Penner. Überall sind diese verdammten Türme. Oh. Mann, komm schon. Oh, ich hasse diese Geschütztürme. Ich hasse sie wirklich. Ja, ist ja gut. Würdest du bitte zielen? Komm schon. Okay, da unten steht er. Aber er steht irgendwie doof da. Kann er nicht bis hier hinkommen? Das wäre echt cool. Oh. Naja, ich gehe mal hier rüber. Vielleicht bringt das was. Vielleicht kann ich ihn von hier einfach abstechen. Nein, nicht den. Warte, die Zielerfassung ist auch so kacke. Genau den. Verdammt. Mann, jetzt wechselt er wieder das Ziel. Ich hasse es, wenn er das automatisch macht. Und... Bada bam! Ah, schön. Hat er geklappt. Dann bin ich ja beruhigt. So, dann kommt her. Ich habe eine dicke Bartaxt. Was wollt ihr denn? Ja, komm. Ah. Das Festhalten, das ist auch so ätzend. So. Guck mal, ich habe noch gar nicht ausprobiert, ob man die überhaupt entwaffnen kann. Ah, kann man. Wieso mache ich mir da immer so einen Stress? Und sage immer, die sind so kacke zu besiegen? Dabei sind sie es doch gar nicht. Aber man kann sie, glaube ich, nicht kontern. Habe ich das Gefühl. Ich glaube, man kann sie echt nicht kontern. Nee, es geht nicht. Selbst mit dem Speer, den man hat, auch nicht. Da müssen wir es halt wieder so machen. Töte ihn. So. Alles klar. Gut, und schnell rauf auf den Turm. Und abfackeln, dann hätten wir den letzten Turm endlich eingenommen. Und dann können wir auch direkt wieder eine Meister-Assassin-Mission machen. Moment mal. Ich hasse es, wenn überall Wachen sind. Ich hasse so viel. Aber okay. So, schnell rauf und abfackeln. Okidoki, cool. Dann hätten wir den jetzt auch und können auch direkt eine Meister-Assassin-Mission starten, was wir auch direkt machen. Und wir können hier sogar was renovieren, was gar nicht auf der Karte verzeichnet ist. Was ist das denn? Eine Schmiede. Ja, von mir aus. Machen wir das doch, wo wir gerade hier stehen. So. Sehr schön. Und wir können auch wieder Rekruten einsammeln. Ich glaube noch zwei, oder? Einer ist auch direkt hier, in der Nähe. Ihr verfluchten Diebe. Ihr habt mich ruiniert. Ich hoffe, die Janitscharen reißen euch die Augen raus und schlagen eure Hände ab. Signora, was beunruhigt euch? Diese Schurken da. Sie griffen mich zu Hause an und raubten all meinen Besitz. Bitte, helft mir. Aber das machen wir doch gerne. Die Akrobatin, eine geschickte junge Frau, wird ohne Grund von den Wachen schikaniert. Beschützen Sie sie. Ja, wenn es sein muss. Bei Beschützen kommt mir schon wieder alles hoch. So. Dann kommt er. Machen wir das wieder mit der Bartaxt. Wir haben sie ja nicht umsonst hier.
Bam. Und tot. So, reicht das? Ich verdanke euch bereits mein Leben, Effendim. Doch ich habe noch eine Bitte. Folgt ihr mir? Wohin? In mein Geschäft, wo diese Männer mich zuerst angriffen. Ich fürchte, sie haben alles gestohlen oder zerstört, was ich besaß. Geht vor. Na toll, dabei wollte ich jetzt eigentlich eine Meisterassistenz-Mission. Jetzt muss ich mich schon wieder von hier entfernen. Okay, das ist also eine Akrobatin und auch eine angehende Assassine, deswegen kann sie auch gut klettern, wie man gerade sieht. Und wir dürfen sie anscheinend dann nicht verlieren. Aber ich glaube, das sollte kein Problem sein. Ich hoffe nur, dass... Geschäft von der ist nicht allzu weit weg. Also muss ich den ganzen Weg wieder zurücklatschen. So. Ach, schade. Ich hab gedacht, das klappt. Okay, dann geh mal ein bisschen schneller. Du bist mir zu langsam. Okay. Hoffentlich lockt die uns nicht in eine Falle. Wer weiß das schon? So. Klosterkirche von Merialion. Oder Mirelaion. Ach, egal. So, sind wir da? Noch hier. Ah, okay. Verfluchte Diebe. Das sollte ja kein Problem sein. Ach, verdammt, ich wollte eigentlich die... Nein, nicht die. Ich komme mit meinem ganzen Equipment einfach durcheinander. Kommt schon. Zack. Und tot. Und tot. Und tot. So, war's das jetzt? Ihr habt mir sehr geholfen, Effendim. Es tut mir leid, dass ich euch im Gegenzug nur meine Hochachtung bieten kann. Ihr schuldet mir nichts. Doch ihr könntet euer Talent den Assassinen zur Verfügung stellen. Ihr könnt gut klettern und würdet sicher viel dazulernen. Ach, ich danke euch für diese Offerte. Wirklich. Okay. Und damit hätten wir eine weitere Assassinin. Sehr schön. So, wo war denn jetzt der Turm? So, ja, sorry Leute, gerade hat Telefon geklingelt, deswegen musste ich gerade einen sehr überstürzten Schnitt machen. Ja, nachdem ich fertig war, bin ich aber noch dann offscreen hier bis zu dem Turm gelaufen und wir machen jetzt die Meisterassassinen-Mission, damit wir die noch in diesen Teil reinbekommen. Das wäre nämlich ganz praktisch. So, und wir haben als letztes einen Mann auf den Turm gesetzt und jetzt setzen wir eine Frau drauf und wir haben sowieso nur noch die übrig, weil die anderen alle in einer Mission stecken. Und deswegen kommt jetzt Borbala Sebahasi drauf auf den Turm. Würde ich sagen. So. Sehr gut. Und jetzt labern wir noch mit ihr und dann geht's los. Der Kämpe. Teil 1, okay. Helfen Sie Ihrem Rekruten insgeheim, einen Schutzbefohlenen zu eskortieren. Halten Sie sich vom Boden fern und eliminieren Sie Angreifer aus der Distanz. Juhu. Mentor, habt ihr einen Moment Zeit? Ich habe eine Bitte. Ich bin gespannt, Sie zu hören. Ein hiesiger Drucker erhielt heute eine Drohung, die wir ernst nehmen sollten. Ich glaube, die Templer wollen ihn verstummen lassen. Ich würde seine Gegner gern herauslocken, indem ich vorgebe, ihn an einen anderen Ort zu geleiten. Und wozu braucht ihr mich dabei? Ihr sollt die Verfolger verfolgen. Wir gehen ganz offen, während ihr unentdeckt bleibt. Molto bene. Okidoki, machen wir gerne. Naja, eigentlich nicht, aber wir haben ja keine andere Wahl. Deswegen tun wir es mal. Bleibt in der Nähe und tötet alle Templer, die ihr findet. Sie könnten überall sein. Okay. Wird gemacht. Wie viele Pfeile habe ich eigentlich noch? Oh, scheiße, nur noch 8. Ja, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mir natürlich welche gekauft. So, dem Rekruten folgen und helfen, den Drucker zu beschützen. Okay. Warum darf der uns denn nicht sehen, wenn der Rekrut ganz offen hinter ihm läuft? Macht das Sinn? Ich glaube nicht. Naja. Ich will der Logik von Assassin's Creed jetzt nicht dauernd widersprechen, deswegen gehe ich einfach mit. Und da kommt jemand. Okay. Okay, jetzt habe ich plötzlich wieder 15 Pfeile. Ah, die waren so nett, uns die Pfeile wieder aufzufüllen. Ja, okay, damit kann ich leben. Danke. Und ich kam gerade gar nicht dazu, den Typen überhaupt abzuknallen, weil mein Assassine viel schneller war. Ich hoffe, der geht auch nur an Wegen lang, wo ich den auch folgen kann, oberhalb. Sonst ist es nämlich ein kleines Problem. Aber bis jetzt sieht es ganz gut aus. Weiß gar nicht, worum es geht. So, da haben wir einen und den auch. So, sehr gut. Okay, könnt weitergehen. Alles in Ordnung. Da stehen Menschen, okay. Die sahen auf den ersten Blick aus wie Wachen. Das wäre jetzt blöd, wenn das so eine Dreiergruppe Wachen wären. Die wären nicht so einfach zu besiegen. Und nicht so schnell. Sagen wir mal so.
Denn es geht in dieser Mission ja immer um Schnelligkeit. Denn weder mein Assassine noch dieser Drucker darf sterben. Okay. Schade, dass man bei diesen Missionen nie angezeigt wird, wie lange man überhaupt noch durchhalten muss oder wie lange man noch folgen muss. Dass wenigstens irgendwie der Zielort auf der Karte markiert wäre. Zack. Und tot. Hallo, Ezio. Nicht wegstecken, ich brauche die noch. Okay. Weiter geht's. Würde sich der Drucker mal bitte beruhigen? Danke. Das war doch ein Drucker, oder? Nicht, dass ich jetzt wieder Scheiße erzähle. Ich war wieder geistig abwesend. So, okay, müssen wir mal das Dach wechseln. Wenn die ganze Zeit auf dem gleichen Dach geht, leider nicht immer gut. So, ich hoffe mal, dass hier keiner kommt, während ich jetzt über so ein, oder während die unter einer Brücke sind, weil dann könnte ich denen schlecht helfen. Oh, und hier haben wir eine Kiste. Die nehme ich noch mit. Und natürlich kommt jetzt genau in dem Moment kommen dann wieder neue Angreifer. Würdest du bitte den? So. Auch immer so lange zum Nachladen und zum Ziehen und... Ach, ist alles nicht schön. Verdammt, das steht da so schlecht. Okay. Alles klar, mein Assassine macht das schon. So, geh weiter. Wir haben nicht ewig Zeit. Na, 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 na. Nach oben. So langsam müsste es doch aber auch mal zu Ende sein. Oh, wir können jetzt tatsächlich schwingen? Nee, natürlich nicht. Die stehen immer in die falsche Richtung, die Teile. Das ist voll komisch. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber bei mir ist es auf jeden Fall immer so. Immer wenn ich dann sehe, so, oh, ich könnte mich schwingen. Haltet ein, Assassine. Dann, nö. Auf diesen Mann ist dein Kopfgeld ausgesetzt. Ich werde nicht schweigen. Okay, niemals. Muss ich dem jetzt hinterherlaufen? Ich tue es einfach mal. Man kriegt das ja immer wieder so toll erklärt. Muss man ja sagen. Tötet mich nicht, Effendim! Bitte! Gott, so, okay. Steh mir bei! Dann kommt her, Leute. Ich versuche, euch zu retten. Aua. Ich will den. Tot. Ach, wie ich das hasse, wenn man gerade mit einem Gegner beschäftigt ist und dann ein anderer angreift. Bleibt hier, bleibt versteckt. Mein Assassine braucht Hilfe. Soll das bedeuten, dass wir hier auf so einer Art Friedhof stehen? Das ist kein gutes Zeichen für dich, Kumpel. Na okay, mein Assassine braucht Hilfe. Und ich würde sagen, wir helfen ihm auch mal. Oder ihr, besser gesagt. Ah, sie hockt da. Was ist geschehen? Wer war dieser Krieger? Ein rechter Hühne, nicht? Nie sah ich die Templer mit solch brutaler Gewalt vorgehen. Heute konnte ich ihn besiegen, aber wirklich nur knapp. Seid wachsam, der kommt zurück. Das wird er wahrscheinlich. So, ja, wir haben jetzt aber leider keine Zeit mehr. Sonst würde ich da hinten noch den Rekruten rekrutieren. Aber ich weiß nicht, wie lange das dann dauern würde. Und, oh, seht ihr das? Wir haben eine neue Rüstung an. Das liegt daran, dass wir jetzt, was war das nochmal? Ich glaube, dass wir alle, wir haben die Meisterassassinen-Rüstung, genau, dass wir alle Türme mit Assassinen besetzt haben. Ja, da haben wir so eine tolle neue Rüstung bekommen, die werde ich aber allerdings wieder ablegen, weil wir haben noch nicht alle normalen Rüstungsteile gekauft. Die ziehe ich vielleicht zum Ende hin wieder an, weil wie bei jedem Assassin's Creed hat man am Ende dann verschiedene Rüstungen zur Wahl. Vielleicht ziehe ich die dann an. Mal sehen. Naja, ich werde diesen Teil jetzt auf jeden Fall erstmal beenden. Würde sagen, das war's. Und wir sehen uns dann im nächsten Teil von Assassin's Creed Revelations wieder. Also bis dann. Ciao.